Nein! Willst du mich verarschen, Gigi? Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Und danke, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Part von Alien Isolation. Ich weiß, Leute, ich habe gesagt, ich mache keine Parts mehr. Also, nee, das habe ich eigentlich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich erstmal neue Projekte mache. Und das habe ich ja jetzt und der Sound ist viel zu laut. Nichtsdestotrotz hatte ich Lust gehabt, einen weiteren Part zu zocken. Da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Ah, es funktioniert, genau. Und, ich habe einfach Bock gehabt, heute Abend mal ein bisschen Alien Isolation mit euch zu zocken, ne? Wollen wir doch mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, das Licht stimmt so. Ich will jetzt mal gucken. Ich habe ein bisschen umgestellt wieder. Im Hintergrund seht ihr auch die Wand, die ich jetzt beleuchtet habe und so. An dieser Stelle ganz gleich. Von einem guten Freund von mir geschenkt bekommen. Ein Cap mit meinem Namen drauf. Fand ich auch noch richtig cool. An der Stelle vielen Dank, Senix. Wenn er noch auf YouTube aktiv sein sollte, tue ich seinen Account natürlich unten verlinken. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen umgestellt, mein Schreibtisch steht jetzt woanders und die Schrankwand hinten habe ich jetzt ein bisschen beleuchtet. Ich habe mir an der Decke so Lichter dran machen lassen mit etwas hellerem Licht, wo man die Helligkeit einstellen kann. So denke ich, ist gut, ne? Ich kann da auch ganz hoch, aber das ist ein bisschen hell und ich glaube, nee, das ist zu viel. Das Gute. Zu viel ist gut. So, ich denke, so ist gut, ne? Es muss auch ein bisschen düstere Atmosphäre sein, um Alien zu spielen, ne? Ein bisschen heller können wir natürlich bei anderen machen. Was soll ich noch kurz sagen? Ich rede schon wieder viel zu viel. Ich würde gerne das Spiel einfach mal fortsetzen. Okay, Leute, bevor es mit dem Video losgeht, muss ich sagen, mir ist leider erst mega, mega spät aufgefallen, dass ich sicher die erste halbe Stunde in die falsche Richtung probiert zu laufen. Das heißt, ich laufe eigentlich wieder den Weg zurück. Aber aufgrund dessen, dass da ein paar lustige Szenen einfach wirklich dabei sind, habe ich das jetzt drin gelassen. Aber das Video ging jetzt letzten Endes wirklich eine Stunde und ich mache einfach zwei Parts daraus und lade dann einfach ein paar Tage später den nächsten Part dazu hoch. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, also für diejenigen, die das Spiel schon kennen, die sich wundern, hä, wieso läuft denn jetzt wieder rückwärts? Ich habe einfach ein halbes Jahr lang nicht mehr ins Spiel gewusst und wusste nicht mehr, in welche Richtung es geht. Aber wie gesagt, es sind wirklich ein paar lustige Parts dabei und letzten Endes komme ich dann aber auch weiter und check das dann auch irgendwann selber, dass ich in die falsche Richtung laufe. Und bevor ich jetzt noch viel weiter rede, wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Euer Nia. Ciao. Gut. Ich habe mir jetzt nochmal grob schnell das letzte Video, den Part 16, mal angeguckt, um ein bisschen so einen Überblick zu kriegen, wo wir jetzt das letzte Mal stehen geblieben sind. Aber ich muss letzten Endes am besten in das Spiel nochmal rein. Verteilungsleitung initialisieren. Scheiße, ich weiß. Ich hab. Flammenwerfer. Nachladen konnte man mit? Oh shit, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging jetzt. Warte mal. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nee. Will ich doch überhaupt nicht. Mann. Mit dem habe ich auch schon fast keine Munition mehr. Wo konnte man denn nochmal die Karte aufrufen? M? N? Nein. Ich muss wissen, wo ich hin muss. Mann. Das nenne ich mal null vorbereitet. Ah, ich habe es gefunden. Ah, hier in der Mitte. Sind es nicht diese Hebel, die man da aktivieren musste? Okay. Die Atmosphäre steigt. Verdammt. Batterien? Nee. Ah, das war falsch. Wie kann man... Ah, mit Q kann man wieder. Scheiße.
Ich glaube, an den Dingern da, ne? An diesen Hebeln musste ich hier ziehen. Genau. Ah, ich muss erst an den Computer. Und das Ding, das greift nach mir. Scheiße. Ist das hier unten? Nee. Ich muss, glaube ich, zuerst an den Computer. War doch so, oder? Verdammt, das ist halt natürlich richtig blöd, wenn es so lange her ist, dass man das letzte Mal gespielt hat. Ich glaube, ich muss hier zuerst an den Computer. Genau. Oh, was muss ich denn hier noch? Nee. Da. Achtungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Ist der böse? Nee, der war nicht böse, oder? Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Initialisierung des Energie... Was? Ah, jetzt ist gut! Rechte Maustaste und linke Maustaste halten. Und jetzt S. Das wäre mal eins. Oh shit. Nochmal. Rechte und S. Das war's. Aufzug ist online, Ripley. Ich hab's. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Nehmen Sie den Frachtaufzug zu Projekt KG348. Okay, okay. Wo müssen wir hin? Natürlich. Natürlich. Zum anderen Arsch von der Welt. Oh nee, ey, guckt euch das an, was wir hier für einen Umweg laufen müssen. Das ist zu laut. Können wir auch. Ich glaube, ich bin am Crowd. Also ich bin da, glaube ich. Nein! Scheiße. Nein, hat er mich schon wieder erschreckt, der Wichser. Der kommt natürlich genau in dem Moment da runter, wo ich da langlaufen will. Na. Bin ich am Rennen oder? Nee, gell? Ah, jetzt laufe ich nochmal. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss. So. 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 Jetzt warten wir kurz. Warte mal, ich will noch mal kurz gucken, wo Tastenbelegung, wie man kriecht. Ducken mit C. Okay, das wollte ich wissen. Ich habe doch nichts verändert. Nein, will ich nicht. So. Ah ja, mit C. Mach, komm schon. Scheiße. Der ist... ja, los. Ich kriech lieber, ich schwöre, ich kriech lieber. Das war mir eben gerade wieder zu viel gewesen. Jetzt nochmal. Los. Ich hab's. Der ist da runtergekommen. Ah, der greift doch sicher wieder nach mir. Nein, lass mich los! Der ist unten! Oh,
Ey. Scheiße. Ey, guck mal, der kommt an den Androiden dran. Ja, haut der auch wieder ab? Der ist, glaube ich, genau über mir. Wie nehme ich denn diesen Sensor raus? Okay, er ist wieder oben. Ich will schnell gucken, wie man diesen, diesen Bewegungs... Sensor nochmal rausnimmt, das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Anscheinend weiß ich gar nichts mehr. Wir benutzen Menü nachladen, spähen, Revolver wählen, Bazooka, die Bolzen, nächste Waffe. Mann, wo war denn das? Ducken, rennen, zielen, Fokus. Ich hab den doch eben gerade in der Hand gehabt. Nein, ich hab ja nichts geändert. Nee. Ich brauche auch Medikits, merke ich gerade. Ich habe fast keine Leben mehr. Okay, 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 okay. Der ist gerade da. Komm schon! Als ob! Wir kommen hier gar nicht mehr raus, wenn der da ist. So ein Scheißdreck aber auch. Ich will hier hoch, hier rein und dann hier. Ich glaube, hier ist so eine Art Lüftungsschacht, wo wir durchkrabbeln können. Das war doch dort gewesen. Ey, ich hoffe, wir müssen hier lang, weil das Ding hier im Nichts ist. Aber muss schon fast so sein. Die Türen sind ja auch aufgegangen. Nicht bewegen. Komm, geh nach oben wieder. Jetzt ohne Scheiß. Ey, wir haben keine Chance mehr gegen den. Wir müssen hier endlich weg. Wo ist denn der? Man konnte doch hier drin dieses Ding benutzen. Ah, da. Ah, voll easy. Mit Space macht man's. Okay, das habe ich gesucht. Ist der wieder hoch? Nein, ist er nicht. Scheiße. Ey, ich hab doch keine Chance. Nee, der weiß nicht, dass ich hier bin. Nee, 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 das weiß der nicht. Ja, ja. Jetzt. Musik. Der ist unten. Ich habe ihn doch gehört. Wir sind tot.
Wo ist er? Ja, nee. Ja, komm, ist okay. Ich komm da nicht weg. Mann, keine Chance. Wartet mal kurz. Ich will schon als allererstes ein paar Medikits basteln. So. Gebastelt. Habe ich noch eins? Ja. Ich habe fast keine Leben mehr. Okay. Wie konnte man die nochmal nehmen? Nee. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich lasse das jetzt gerade erstmal. Ich will erstmal jetzt hier. Das ist halt auch einfach zu laut. Ich höre das Alien nicht richtig. Ich will schnell gucken, wie ich das Medikit nehme. Dö, Spiel. Tastenbelegung. Steht das hier irgendwo? Nee, natürlich nicht. Ah, hier wäre auch Bewegungsmelder. Okay. Scheiße, okay. Ich kann eigentlich rausgehen. Ich probiere diesmal gerade zu gehen, loszugehen. Durch die Tür da vorne. Los. Ich habe immer noch den Flammenwerfer. Ich hab's. Ich will nicht rennen. Das ist mir schon zu gefährlich. Hier rein will ich. Das habe ich gesucht. Ja. Was willst du? Wieso? Nein. Der kann hier nicht rein, gell? Bitte kann ich da rein. Bitte geht der nicht da rein. Beweg dich. Okay, ich glaube, hier drinnen bin ich gerade erstmal ein bisschen sicher. Nee, ich will noch mehr Medikits am besten. Wie nehme ich die denn nochmal? Medikit. Der kann hier nicht rein. T. Z. HG. Nee, Mann! Verschwinde! Ey, bitte kann der nicht hier rein. Das wäre mir echt zu viel. Okay, der ist oben. Das ist... Er ist wieder unten. Der ist hier drinne! Ich bin tot. Verdammt, Mann, wir sind so gut weitergekommen.
Das regt mich langsam echt auf. Also. Nochmal. So, so, so. Ich will schneller sein. Ich muss da schneller rein. Mach, komm. Mach! Jetzt. Ah. Das war's. Aufzug ist online, Ripley. Ich hab's. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Es geht wieder nicht. Wieso spinnt denn das? Ah, jetzt. Okay. Okay, okay. Ah, von da oben ist der gekommen. Scheiße. Das ist schon wieder hier. Wo darf ich hin? Das stimmt. Ey, bitte ist das da unten richtig. Bitte. Vor allem, mein Flammenwerfer, der reicht ja nicht. Der reicht ja nicht, um das Ding umzulegen oder wenigstens zu verscheuchen. Wo ist denn das? Ich darf ja, ich kann ja nicht stehen bleiben, ich muss ja weiter. Hier ist nichts. Ist das da um die Ecke oder ist das oben? Da muss ich lang. Okay. Das bringt nichts. Hau ab. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Großzügig! Scheiße! Ey. Ey, das gibt's nicht. Ich muss das ja gleich schneiden hier alles, weil das viel zu lang geht. Was mache ich denn am besten? Wartungscheckauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. So. Ja, oder ich gehe halt nicht jetzt in diese Röhre mal rein. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Ich hab's. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG348.
Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Ja. Ich kann jetzt auch mal probieren, da nicht reinzugehen. Aber das Vieh ist so gefährlich inzwischen, habe ich das Gefühl. Oh. Komm schon. Oh. Der ist, glaube ich, genau hinter mir gerade gekommen. Okay, komm her, du Bastard. Komm her. Geh wieder zurück. Ja. Das funktioniert doch überhaupt gar nicht, ey. Scheiße. Oh, mein Herz schon wieder. Okay. Ich probiere es jetzt mal anders diesmal. Ich probiere es diesmal mit... Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber mit durchrennen. Und dann verstecken. So probiere ich es diesmal. Bringt nichts. Ich glaube zwar nicht, dass ich das schaffe. Aber das Vieh ist zu schlau. Ich hab's. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Also in der Röhre bin ich einfach nicht sicher dran. Das ist Fakt. Hier muss ich aufpassen vor diesen... Will mich das Ding verarschen? Komm schon. Ich lauf weiter. Der hat mich. Buff, macht's jetzt. Warte mal. Okay, das ist schon mal nicht schlecht jetzt, glaube ich. Probier's weiter. Überwachungskameras. Och, wie gemein. Wie gemein ist das denn? Nein. Ja, gibt's noch einen anderen Weg? Da. Könnte ich sie ausschalten. Oder? Nee, das ist nicht das Teil. Ja, ich muss da durch. Oh mein Gott! Wie knapp war das bitte? Oh shit!